Welcome back, friends, to video number 19. Ermax and Yona alone in the All. Allein im Weltraum, keine Ahnung. My English is not yellow from the egg. So, wir müssen jetzt die komischen Dinger hier zerstören. Und ihr wisst, wie es ist. Lasst gerne einen Kommentar für den Algorithmus da, ein Abo bei euren Lieblingsstreamern. Jetzt sind wir bei mir. Vergesst das Omo, bei denen, die ich regelmäßig gucke. Und dann bleibt selten aber das abonniert oder so. Und ja, gucken wir, was Dr. Mercery macht. Der alte Pilot. Wo denn? Scheiße. Jetzt ist er zurück. Stream war weg. Kurzer Schmerz. Patient. Einstein, klar. Was? Symptome. Manie. Wahn. Gewalttätigkeit. Was war der Auslöser, Mr. Clark? Der Koma? Oder die Schuld? Das ist ein schöner Typ da. Connecting Lost. Fast so wie ich. Halt. Blue Connecting Lost gerade. Hier gibt's. Ne? Ich lasse die Vieh aufspießen. Wir gehen natürlich in den Speisesaal erstmal. Das ist gerade gekommen, das Abendessen. Naja. Jetzt war lieber normale Pommes. Hä? Okay, das ist ja nachher. That's our loss. Jona, was macht Veracity gerade? Steht schon die X4 da? Ah, ich weiß, morgen früh erst. Aha, ich muss hier freiräumen, Alter. Ja, wie viel Cent steht da? Blend mir das ein. Nee, ich kann die XOP verraten.
Der Albtraum, die Viecher hasse ich. Gerade wenn sie nicht Gas machen. Toxische Gefahr beseitigt. Scheiße. Toxische Gefahr registriert. Ich war doch nicht der scheiß Jäger, oder? Deine scheiß Fresse, du verkommene Dreckfotze! So, Nummer 70. Video läuft noch keine 10 Minuten. Ist mir halt am, direkt am Speichern. Bodenlos ist das. Nein, das zählt mir als Neustart. Als Tod. Schnellladen. Das ganze Spiel ist basiert auf einer Einbildung. Danke, Doktor, lesen wir uns dann durch. Klar wie Eis, klar. Ich sollte öfter einfach
immer das komplette Medikit-Zeug nehmen, weil dann na, da gehen wir mal lieber nicht rein. Mir sieht bis jetzt alles gut aus. Lass mich raten, wie ich das Energieding herkriege. Okay, ja, jetzt wird er auch gerade wieder rot. Keine Ahnung, was da los ist. Ich liebe es, wenn ich Knoten finde, das ist echt so ein geiles Gefühl. Wenn ich weiß, dann kann ich meinen Anzug wieder. Zur Speise sein. Sagen wir es mal so, Jona, an O2 kannst ja nicht liegen. Die Datei halte Doktor. Ach ne, danke Doktor. Oh. Ich könnte es nicht machen. Ich habe so viel Angst vor Blut, ich soll zurücklassen werden. Der Arzt hat verstanden. Er brachte alles in Ordnung. Er sagt, es gäbe Gas, das mir helfen könnte. Er sorgt dafür, dass alle Schläuche angeschlossen werden. Er sagt, jetzt müssen wir nur noch atmen. Und die heiligen Kreaturen werden auch zu uns kommen. Schön tief atmen. Ein durch die Nase, aus durch den Mund. Ein durch die Nase, ein aus durch den Mund. Ein durch die Nase, aus durch den Mund. Danke, Doktor. Danke für alles. Diese kranken Wichser. Aber
Oh, krass, im letzten Kapitel haben wir auch alles gefunden. Ah, Kapitel 6 haben wir Fernsehen. Kapitel 4, Fern 3. Ah, das sind die Türen wahrscheinlich, wo ich noch rein kann. Nebenmission. Oh, Kapitel 10 scheint auf jeden Fall auch lang genug zu sein. Das ist so sehr. Oh. Ha. Ah, jetzt haben wir vorhin schon hergekommen. Zum zentralen Nexus. Ich halte diesen Bereich sauber. Ah ja. Der Transat durchgehen müssen. Auch richtig bescheuert. Bitte halten Sie sich mal. Technisch aus. Nice. Das beruhigt mich nur ein bisschen. Luxusquartiere gehen wir jetzt hin, ja? Ja. Also die scheint doch korrekt zu sein. Ich glaube, meine eigene Frau hier in dem Spiel kann ich hier trauen. Gefährliche Anomalie registriert. Mhm. Quarantäne wurde aktiviert. Boah. Ich will den immer von hinten. Keine Energie, keine Energie. Guckst du zwar gerade hier zum. Ja, wir kommen auf dem Besatzungsdeck wahrscheinlich.
Dann ballert er erstmal drüber weg. Junge, wie das einfach kommt. Übelst reindämmst, ne? Anderes mehr. Ah, ich leg das erstmal ab für die Batterie. Wir gucken mal weiter. Ah ja. Irgendwas wütet hier. Irgendwas Großes. Isaac? Tut mir leid, Spätschicht. Wie geht es dir? Ein ostfriesisches Puppenrezept beginnt so. Man rasiere einen... Meine Mutter, sie... Octavia, wie geht's ihr denn? Sie ist tot, Nicole. Sie beide. Sie hat Dad getötet, dann sich selbst. Die Kirche... Sie haben die Leichen mitgenommen, bevor... Oh, Isaac, es tut mir so leid. Diese Scheiße mit euch. Stopp, hör auf. Sag einfach nichts mehr. Du hast gesagt, sie sei wieder sie selbst. Zu Hause würde es ihr besser gehen. Ich habe dir vertraut. Gott. Du hättest sie gleich selbst töten können. Es ging ihr besser. Du wolltest, dass ich zu Ishimura aufbreche. Du hast mich gedrängt. Weißt du was? Fahr zur Hölle, Isaac. Nicole? Nicole! Ich hab... Gott, nein! Nicht sie auch noch! Alter... Was passiert hier, Mann? Isaac, ich bin's. Ich würde so gerne mit dir reden. Sie wollte reden. Sie ist nicht verloren. Es tut mir leid. Ich bring's in Ordnung. Wirklich? Ich rette uns beide. Es tut mir alles so leid. Waffen-Upgrade. Energiekanone upgrade, okay. Logbuch abgerufen. Das auf? Ich muss das festhalten. Es ist Grausamkeit. Er hat entschlüsselt, wie das Signal des Markus das Gehirn beeinflusst und die Mann. Damit der rasierte Kaktus eine Probe. Meint sie, Transkern hat sie reingelassen? Schade, dass er nicht hier ist. Er hat nicht verstanden,
dass diese Tragödie auch eine Chance ist, den Tod zu besiegen. Weiter? Diese Kreaturen. Reanimiertes Gewebe, zelluläre Unsterblichkeit. Ich weiß, wir waren nie einer Meinung, aber ich verstehe es jetzt. Es gibt so viele, die ich hätte retten sollen. Also kamen sie zu mir. Weil sie gelernt haben, mit dem Marker zu kommunizieren. Ich bin so nah dran. Ich dachte, er enthüllt die Geheimnisse, die ich brauche. Sie sind eine Frau der Wissenschaft. Nicht des Glaubens. Überlassen Sie mir den Marker. Das sind Ihre Autopsieberichte. Sehr gründlich. Sie brauchen natürlich noch eine Peer Review. Und der arme Terence kann nicht mehr helfen. Ja. Es gibt nur einen Mann, dem ich vertraue. Für Mr. Harris' nächste Operation. Es wurden keine relevanten Rick-Aktivitäten aufgezeichnet. Wieder willkommen. Okay. Cool. Setze Nicole sein Mikrofon. Hier gibt es nichts weiter. Die 100 Credits, das war's. Das war's.
Solche elenden Bastardkinder, richtig. Mutter euch kein Benehmen beigebracht oder was? Nicht neu, der wird gar nicht weit weg von mir, ich verstehe. Wir fliegen jetzt 10 Meter. Wenn ihr besser wisst, wer denn seine Mutter ist, würde ich auch sagen. Adoptierter Bastard. Dessen Mutter dem Kind Benehmen beigebracht hat. Ich hol mir mal was zu essen. Richtig und wichtig, Jona. Wir spielen das Spiel heute noch durch, vergiss das nicht. Kappa. Vorstandskarte. Gruselig, Mann. Textler. An Captain Beamer VS von unbekannter Absender betreff vertraulich von Position bestätigt. Ich habe quasi Fernsehen für Blinde hier. Bild hängt seit circa 5 Minuten, aber Ton geht die ganze Zeit weiter. Haben wir neu gestartet? Also bei mir sieht es wieder green aus. Abreise kann ich mit Freunden berichten, dass die Anwärter eine erstklassige Stasi-Kapsel für sie an Bord der Heiligen Flotte der Kirche genehmigt haben. Glückwunsch. Mit großzügigen Spenden im Laufe der Jahre haben bereits alle Kosten für die postmortale Stase und den Kryokonservierung gedeckt. Ich kann zwar nicht garantieren, welche Arche ihre psychischen Körper schützen wird, aber alle Schiffe der Flotte sind für einen jahrhundertelangen Betrieb im Deep Space ausgelegt und mit modernster Verteidigungstechnologie ausgestattet, die sicherstellt, dass die Konvergenz ungestört verläuft, wenn die heilige Stunde naht. Was geht ab? Weißt du, was mir jetzt eingefallen ist, Jona? Oder aufgefallen ist? Bei meinem Stream, als ich den selber mal anhatte, seitdem ich Glasfaser habe und die 500.000er Leitung, habe ich fast kein Delay mehr drin, also keine Verzögerung. Ist leider zu leise, muss ich noch lauter drehen. Keine 10 oder 20 Sekunden, wie sonst immer. Weißt du das noch? Bedingung ihrer Pilgerreise abgehängt. Sobald der Marius sicher in den Händen der Kirche ist. Na ja, die lesen circa 5 Sekunden. Ja, das geht ja, das ist ja okay, würde ich denken. Aber wenn du bedenkst, wie das bei O2 war, da hatte ich ja viel längeres Delay drin. Oder? Und alle elektronischen Aufzeichnungen entsprechen geändert worden, werde ich ihre letzten Ruhestätte unter den Gesegneten der Kirche einschließlich Altmann selbst einrichten. Jo, alles klar. Schließlich Altmann selbst einrichten. Gepriesen sein der Marco und seine Propheten. Phobie, Trimane, geheiligte Bullen, Flottenauswahl und Sicherheit. Die Anthology Kirche, der gesamte Schriftverkehr von und diese Person wird überwacht. Die Weitergabe von Informationen aus dieser Mitteilung an ketzerische Parteien ist strengstens verboten und wird mit Beschlagnahmung von Eigentum und oder der Exkommunikation bestraft. Okay.
Offizier nicht stören. Officer D. White. Persönlicher Bruch, D. White, erster Offizier. Die verdammten Unis haben das Kommando. Bei denen bin ich mir sicher. Captain Mathias, CS Kane, Mercer, LC Harrow. Es ist Zufall, dass so viele leitende Offiziere Marker Anbieter sind. Das kann kein Zufall ja, sein. Ja, und du war das Delay etwas länger, aber auch nicht viel. Okay. War ja ohne 100.000 Leitung, war ja eigentlich ohne langsam. Ah, jetzt ist geil, 500.000. Das kann kein Zufall sein. Ich erkenne ein manipuliertes Blatt, wenn ich es sehe. Update. Und da ist das Bild wie der Weg XD. Ich habe ein paar Akten geprüft. Viele dieser Versetzungen begannen, nachdem Direktor Eckert mit dem Captain geplaudert hatte. Seit wann schert sich die Chefetage um das Personal? Also gleich zusammen. Zwei Tage habe ich die Inneren jetzt noch. Okay, und kommst du dabei eher auf den Punkt, oder? Kappa! Oh, was ist das jetzt schon wieder? Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Naja, so richtig eine Ausweite ist die leider nicht. Ey, wieso haben die Halbdürfe Halbdürfe? Einfach reinholzen hier. Ja, das ist ein bisschen leider. Schönes, deckendes Gesicht. Du hast den Plasma-Cutter auf das höchste geupdatet. Quarantäne aufgehoben. Überprüfung. Die kriegt noch bestimmt was. Oh! Du Fotze! Jetzt war mein Puls bestimmt bei durch die Decke gegangen oder so. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall drüben in das andere Büro rein. Thank you.
Schuss ist immer noch okay. Meine Freunde, habt ihr euch das vorgestellt, als ihr euer Leben für die Kirche geopfert habt? Sieht dieses Gemetzel nach Transzendenz aus? Ich weiß nicht, was nach dem Tod kommt. Nicht mehr. Aber ich weiß, dass unser Leben mehr ist als der Treibstoff für die Konvergenz. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir das Böse bekämpfen. Es ist noch nicht zu spät. Bitte! Alter, das ist ja das Ding hier. Der Marker. Passiert, wenn wir den dann freigelegt haben. Hab mal Browser neu aufgemacht, in der Hoffnung, dass es jetzt geht. Ne, es war gerade bei mir auch schon wieder rot. Keine bestimmt Telekom-Störung, nehme ich mal an. Ich muss den Knoten hinter Ihnen zerstören. Noch nicht? Wenn Sie mit dem Shuttle fliehen, bringen Sie uns alle um. Als ihr den Marker von Aegis 7 brachtet, wurde das Wesen im Kern des Planeten geweckt. Oh mein Gott, Alter. Was zur Hölle ist das? Das Kollektiv. Ein Nexus-Organismus, der diese Nekromaus telepathisch steuert. Wenn der Gene kollektiv aktiv ist. Wir haben die Valeria gesehen. Wenn nur ein Nekromaus entkommt, ist die Menschheit am Ende. Aber der Marker. Amelia wusste es. Sie sagte, er würde die Bestie wieder in den Schlaf versetzen. Okay. Wenn wir den Marker nach Aegis 7 zurückbringen, wird der Ausbruch gestoppt? Genau. Aber wir müssen ihn mit dem Shuttle zum Planeten bringen. Sie haben einen Singularitätskern. Ich kann sie durchlassen. Was sagen Sie dazu? Wenn wir es so beenden können, dir. Wunderbar. Ich kann Marker abwenden, aber nicht lange. Bringen Sie den Marker zur Shuttle-Rampe, schnell! Danke, Mr. Clark, dass ich meine Fehler wieder gut machen konnte. Freigabe bestätigt. Nächstes Organismus. Am Anfang war sie nur eine Stimme, aber jetzt ist sie wieder eine ständige Begleiterin. Ich hatte vergessen, wie sehr mich ihre Anwesenheit beruhigt und wie immer sieht sie den Kern des Problems, der Marker muss zurückgegeben werden. Vielleicht gab es eine Art Unfall, eine Art Trennung. Stimmen sich der Marker und das Kollektiv immer ab
oder kann sich das Kollektiv dem Einfluss des Morgens irgendwie entziehen? Wie auch immer, wenn diese Theorie richtig ist, wenn die beiden jetzt zerschritten sind, wenn der Marker das Kollektiv unterdrücken kann, würde das die Fäden des Puppenspielers mit einem Schlag zerschneiden. Im Nachhinein scheint es offensichtlich, diese Necromorphs haben keine Intelligenz, wie sollten sie auch? Dennoch steckt ein klarer, wenn auch rudimentärer Zweck hinter ihren Handlungen, insbesondere dem Sammeln von Leichen. Sie folgen eindeutig dem Drang, lebende Organismen zu töten und Biomasse zu sammeln. Aber woher kommt dieser Trieb? Werden die von ihm gesteuert? Teilen alle von einem Marker verwandelten Necromorphs dieses Band? Ist es wie ein Rudelinstinkt oder kommuniziert das Kollektiv tatsächlich telepathisch? Und wir sind die Ersten, die das beobachten. Ich gebe nur ungern zu, dass das Grauen des Markers mich noch immer fasziniert. Ich glaube, ich verstehe meine Vorgänger, die den schwarzen Marker studiert haben. Jetzt besser. Der Weg zur Hölle beginnt mit dem Prinzip, mit prinziploser Neugier. Wie töricht, ich hätte es wissen müssen, dass die Sabotage der Triebwerke nur eine Notlösung ist. Kehren wir zur Erde zurück, fällt der Marker wieder in die Hände der Kirche. Ja, Amelie, es gibt immer eine Alternative. Immer. Ordnungsbereich. Oh, nice. Mal schauen, ob es jetzt Leute in das Zimmer. So, der ist ja komplett. Den Marco zurück. Lass mich raten, das wird nicht so einfach wie ich mir das. Wir sind bei 49 Minuten bei dem Video. Ich denke, das Kapitel machen wir noch fertig. Was sagt Mr. Dr. DJ John? Kann er jetzt nicht mehr so lange gehen. Wenn wir den Marker zurückgeholt haben, ist das Kapitel zu Ende. Das habe ich ja jetzt schon in zwei Videos aufgesplittet. Genau. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Natürlich. Thank you.
Entscheidung meines Lebens. Kam im Shuttle. Ich helfe Ihnen, den Marker zu verladen. Verdammt, Mörser ist gleich da! Beeilung! Das ist nur der Typ, aber mich die ganze Zeit verarscht. Also auf jeden Fall sind es viele explosive Sachen, was mich stark irritiert. Und viele Laufwege, das heißt, sicherlich kommt der Banner. Stasis-Ladung gekriege. Das ist Rohr rumliegen. Jetzt geht's wieder los. Und auch welcome back. So, wir haben jetzt Private Shuttle rein, der draußen steht. Töte den Jäger, ich wusste es. I'll be back. Nice, it's nice. Thank you.
dich doch mal, Mann. Es ist wirklich gottlos, so wie das. Kein Plan, wie sind sie? Los jetzt! Testzündung läuft. Bitte Abstand halten. Du bist erledigt, du Mistkerl! Scheiße! Oha. Yeah.
Irgendwo war das Bild. Hören Sie mich? Mr. Clark! Mr. Clark, kommen! Verdammtes Schiff! Sie leben, Altman. Altman kann auch zur Hölle fahren, Kendra! Annie, aber jeder Alarm auf der Ishimura ist losgegangen. Kritische Schäden an den internen Systemen. Der Marker hat das Schiff durchbrochen. Irgendetwas zog ihn in den Frachtraum. Kein! Fliegen Sie das Shuttle zum Hangar. Ich suche den Marker. Natürlich. Amelia, schnell! Warte, Dr. Kein? Der Captain ist tot wegen diesem Irren. Wir können ihm nicht trauen, wenn es um den Marker geht. Er sagt, dass er zurück auf den Planeten muss, um es zu beenden. Wir müssen es versuchen. Bin unterwegs zum Frachtraum. Ping Nicole an und sag ihr, wohin sie gehen soll. Überlass das mir. Danke. Wenn ich den Marker habe, kommen wir alle hier raus. Naja. Schließ Kapitel 10 ab. Tag der Abrechnung. Kapitel 11, offene Wege. Stimmt, ich glaube, jetzt steht uns erreicht und fragt, das ganze Schiff zur Verfügung. Das kann ich quasi offstream ein bisschen Wege looten, beziehungsweise mal gucken, ob ich noch ob ich genau auf Stream und auf YouTube quasi ein bisschen rein grinde und noch Zeugs oder? Mr. Clark, wir nähern uns dem Hangar. Wir erwarten Sie dort mit dem Marker. Ja, Amelia, bald. Wir schicken das Kollektiv zurück in die Dunkelheit. Ja, eine Stunde schön, dass du dem Kerl unser einziges Shuttle gegeben hast. Scheiße, Isaac. Was du da getötet hast, ihre Biomasse läuft in den Frachtraum. Sie setzt sich wieder zusammen zu irgendwas Riesigem und der Marker ist direkt in der Mitte. Wie zum Henker sollen wir das schaffen? Ich habe die Frachtkräne der Ishimura. Sie können ein halbes Lager an Ausrüstung transportieren. Wenn das, was da unten ist, um den Marker kämpfen will, bin ich dabei. Deaktiviere die Sicherheitsvorkehrungen. Aber mal schnell, die kritischen Systeme versagen schon. Ja. Ich will eigentlich bloß noch bis zum letzten Speicherpunkt machen. Oh, mein Inventar sieht da sehr gut nicht aus. So, oh, soll ich noch ein bisschen in den Frachtraum gehen? Was sagt unser Mr. Dr. DJ Johnson? Warnung. Mehrere Systemausfälle entdeckt. Kritische Funktionen können nicht umgeleitet werden. Ah, der Frachtraum ist hier vorne. Alles klar. Wir tun hier Speichern. Ich werde hier einen Cut machen. Na, Frachtraum ist direkt um die Ecke, Jona. Da mache ich den noch fix und dann also hier wird eine Sequenz oder sowas kommen. Obwohl ne, hier unten scheint es krass abzugehen. Ja, Leute, ich freue mich, dass ihr auch dran geblieben seid. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Ihr kackt das Stream schon wieder auf Rot ab. Und ich sag mal, bis demnächst in Kapitel 11. Haut rein. Bleibt geil. Euer Amix. Und ich will deine Kleider, deine Stiefel und dein Motorrad. Peace.